Saalfeld-Saale ist eine Stadt in Thüringen. Sie ist die Kreisstadt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt im Südosten des Bundeslandes und liegt in einem etwa 250 Quadratkilometer großen Verdichtungsgebiet mit 75.000 Einwohnern zu dem unter anderem auch die Städte Rudolstadt und Bad Blankenburg gehören. Die drei Städte kooperieren im Rahmen des Städtedreiecks Saalebogen, der eine Städtefusion anstrebt miteinander. Saalfeld liegt an der Saale in der Mitte des Saalebogens. Südwestlich der Stadt beginnt das Thüringer Schiefergebirge. Bekannteste Sehenswürdigkeit sind die Feengrotten. Außerdem besitzt die Stadt Bedeutung als Eisenbahnknoten. Saalfeld ist als Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums eingestuft. Es bildet gemeinsam mit Rudolstadt und Bad Blankenburg ein tripolares Zentrum. Geografie: Saalfeld liegt im Tal der Saale, die der Stadt einst ihren Namen gab, in etwa 235 Metern Höhe. Südwestlich der Stadt beginnt das Thüringer Schiefergebirge mit über 500 Metern. Hohen Bergen am Stadtrand. In südlicher Richtung liegt das Tal der Saale bzw. ihrer Nebenflüsse Lokwitz und Sormitz. Diese Täler sind tiefe, enge Täler, die landschaftlich sehr reizvoll sind. Darüber hinaus liegt im Südosten der Stadt das Talsperrensystem Saale-Kaskade, welches sich entlang der Saale bis nach Bad Lobenstein erstreckt und mit der bleiloch talsperre und der Talsperre Hohenwarte die größten Talsperren. Thüringens und zwei der größten Talsperren Deutschlands beinhaltet. Östlich der Stadt beginnt die Ollersenke, eine fruchtbare, breite Talsenke, die sich bis zur 35 Kilometer östlich gelegenen Stadt Triptis erstreckt. Nördlich von Saalfeld die Vordere Heide, der südwestlichste Ausläufer des Thüringer Holzlandes mit dem 481 Meter hohen Kulm, dem Hausberg der Stadt. Auf welchem sich ein Stahlfachwerkturm befindet, von dem aus man das gesamte Umland überblicken kann. Bei Saalfeld beginnen die Buntsandsteinlagerstätten, die sich nördlich bis Gera hinziehen. Nordwestlich verlässt die Saale die Stadt, dort liegen auch die Nachbarstädte Rudolstadt und Bad Blankenburg, der Beginn des Schwarzer Tals. Die Stadt selbst liegt am westlichen, dem Bergkufer der Saale. Die Altstadt liegt auf einem Hügel unweit des Flusses. Sie ist von weiteren Wohngebieten umgeben, während auf der östlichen Seite der Saale rund um den Bahnhof Saalfeld Industrie und Gewerbeflächen dominieren. Hier liegt auch der Ortsteil Gondorf mit dem Plattenbaugebiet der Stadt. Während diese Plattenbausiedlung nach der Wende als unattraktiv und sozialer Brennpunkt galt, hat Saalfeld es mittels eines eigenen Stadtentwicklungskonzeptes geschafft, diesen Stadtteil erheblich aufzuwerten. Klima der Jahresniederschlag liegt bei 528 mm. Dieser Wert gehört zum unteren Zehntel der in Deutschland erfassten Werte. Der trockenste Monat ist der Januar, die meisten Niederschläge fallen im August. Die Niederschläge variieren stark. Angrenzende Gemeinden sind Rudolstadt, Unterwellenborn, Kamstorf, Kaulsdorf und Saalfelder Höhe. Zu Saalfeld gehören die Stadtteile Saalfeld, Altermarkt, Altsaalfeld, Arnsgerreuth, Beulwitz, Garnsdorf, Gorndorf, Graber, Köditz, Obernitz, Remschütz. Geschichte Gründung bis 1800 Saalfeld wurde im Jahre 899 erstmals urkundlich erwähnt und gehört damit zu den ältesten Gründungen Ostthüringens. Hier bestand eine karolingische Königspfalz, deren Kapelle die Kirche des Ortsteils Graber ist. Kaiser Heinrich II. schenkte das Gebiet um Saalfeld im Jahr 1012 dem Pfalzgrafen Erz von Lothringen, dessen Tochter Richesas 1056 dem Erzbistum Köln schenkte. Als 1071 der Kölner Erzbischof Anno II. hier das Benediktinerkloster sankt Peter und Paul gründete, entwickelte sich der Ort schnell zum kirchlichen Machtzentrum im östlichen Thüringen. Das Kloster leitete die Christianisierung und Besiedlung der Umgebung. Über die Gründung des Klosters berichtet der Geschichtsschreiber Lampert von Hersfeld, der mehrere Wochen im Saalfelder Kloster verweilte. Seine Chroniken sind für viele Jahre die einzigen Schriftquellen zur Regionalgeschichte. Das Kloster bestand bis nach der Reformation. Nachdem es wieder in Reichsbesitz kam, erhielt Saalfeld 1208 als vierter Ort in Thüringen das Stadtrecht. Parallel dazu wurde von Kaiser Friedrich Barbarossa die Anlage einer städtischen Siedlung beauftragt, die südlich des alten Dorfes entstand. Bestätigung findet das Stadtrecht im Jahr 1208 bei den Schwarzburgern, die zur damaligen Zeit die Lehnsherren über das Saalfelder Gebiet waren. 1363 wurde die Stadtmauer errichtet, ein erstes Rathaus gab es 1389 und eine erste Saalebrücke wird 1373 genannt. Um 1250 kam zum Benediktinerkloster ein Franziskanerkloster hinzu, welches bis 1534 Bestand hatte. Es befand sich im Gebäude des heutigen Stadtmuseums. Als Wirtschaftszweige sind ab 1258 die Saaleflößerei und ab dem späten 13. Jahrhundert der Bergbau bekannt. 1346 erhielt die Stadt schließlich das Recht, in der Saale Fischfang zu treiben, wofür bis heute die Barben im Stadtwappen stehen. Ein weiteres Recht kam 1482 hinzu, als die Saalfelder die hohe Gerichtsbarkeit über Hals und Hand erhielten. Eine wirtschaftliche Blütezeit setzte ein. Saalfeld gelangte im Jahr 1389 von den Schwarzburgern an die Wettiner, in deren Besitz es bis zur Abschaffung der Monarchie 1918 blieb. Bei der Erfurter Teilung 1572 gelangte Saalfeld an Sachsen-Weimar, 1603 an Sachsen-Altenburg und 1673 an Sachsen-Gotha. 1514 wurde die Johanneskirche nach fast 150-jähriger Bauzeit fertiggestellt. Allerdings zerstörte schon 1517 ein Stadtbrand wieder große Teile Saalfelds. Beim folgenden Wiederaufbau erhielt die Stadt ihr heutiges durch Renaissancebauten geprägtes Bild. Es entstanden unter anderem das Rathaus, die Münze sowie viele Bürgerhäuser und etwas später auch die Stadtapotheke. Herzog Albrecht machte 1675 Saalfeld zu seiner Residenz und begann 1677 mit dem Bau von Schloss Saalfeld, das dann nach der Erbteilung 1680 von seinem jüngeren Bruder Johann Ernst übernommen und bis 1726 vollendet wurde. Es entstand auf dem Gebiet des ehemaligen Benediktinerklosters, welches dafür abgerissen wurde. Die Notwendigkeit eines Residenzschlosses ergab sich aus einer ab 1675 in Aussicht stehenden und 1680 schließlich durchgeführten Erbteilung der Ernestina. Bei der das Herzogtum Sachsen-Saalfeld entstand, welches nur bis 1745 existierte und anschließend in den Besitz von Sachsen-Coburg überging. Nachdem die Linie Sachsen-Gotha und Altenburg 1825 ausgestorben war, kam Sachsen-Gotha zu Sachsen-Coburg-Saalfeld, das dafür Saalfeld und den größten Teil Sachsen-Hildburghausens an Sachsen-Meiningen abgab. Friedrich von Sachsen-Hildburghausen wurde Herzog des wiedergegründeten Sachsen-Altenburg. Saalfeld war 1544 zu 1677 von Hexenverfolgung betroffen. Esther Wolf Komora, genannt ein Bettelweib aus Ungarn, geriet in einen Hexenprozess, wurde an einem Pfahl stranguliert und verbrannt. In den Ortsteilen Arnsgereuth und Obernitz gerieten zwei Frauen in einen Hexenprozess, eine wurde verbrannt. Bei Saalfeld fand am 10. Oktober 1806 das Gefecht bei Saalfeld statt, welches mit einem Sieg der 14.000 französischen Soldaten über ein 9.000 Mann starkes Heer der Preußen endete und bei dem der preußische Prinz Louis. Ferdinand ums Leben kam. Im 19. Jahrhundert begann auch die Industrialisierung in Saalfeld, die ihren größten Aufschwung nach der Eröffnung der Bahnstrecke Leipzig-Gera-Saalfeld im Jahr 1871 nahm. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Saalfeld zu einem wichtigen Eisenbahnknoten zwischen Leipzig und Nürnberg mit weiteren Verbindungen nach Hof und Gera im Osten. Jena im Norden, Nürnberg im Süden sowie Erfurt und Sonneberg im Westen. Lokale Bahnstrecken führten außerdem über Rottenbach nach Königsee und Katzhütte. 1939 wurde die steile Frankenwaldbahn erstmals elektrifiziert, bevor die Sowjetunion den Fahrdraht 1945 als Reparationsleistungen wieder entfernen ließ. Die erneute Elektrifizierung der Strecke zwischen Pupszeller und Saaleck erfolgte erst 1995 nach der deutschen Wiedervereinigung. Während der Industrialisierung entwickelte sich aus dem seit dem Mittelalter betriebenen Saalfelder Bergbau die Maxhütte unter Wellenborn, ein 1872 gegründetes Zweigwerk der Oberpfälzer Maxhütte. Die ebenfalls seit dem Mittelalter betriebene Saale Flößerei wurde erst 1938 nach dem Bau der Saale Kaskade eingestellt. 1914 wurden die Feengrotten öffentlich zugänglich gemacht, nachdem sie bereits 1910 in alten Bergwerkstollen entdeckt worden waren. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Monarchien abgeschafft und der neue Freistaat Thüringen gegründet. Saalfeld wurde nun die Kreisstadt des Landkreises Saalfeld, der noch bis 1994 Stand. Vorher war die Stadt bereits seit 1868 der Verwaltungssitz des Kreises Saalfeld im Herzogtum Sachsen Meiningen, der jedoch einen wesentlich anderen Gebietszuschnitt als sein Nachfolger hatte. In der Zeit des Nationalsozialismus waren Menschen aus rassistischen, politischen und religiösen Gründen Verfolgungen ausgesetzt, die 1933 mit der Einlieferung in das Amtsgerichtsgefängnis begannen, im Volksmund Hutschachtel genannt. Verfolgt wurden Menschen auch aus eugenischen Gründen, wie die 571 Personen, die vom Erbgesundheitsgericht zu Opfern der Zwangssterilisation gemacht wurden. Die jüdischen Bürger Saalfelds wurden in die Emigration gedrängt und ab 1941 in Ghettos oder Vernichtungslagern zu Tode gebracht. Schon 1939 wurden Juden im Rahmen des geschlossenen Arbeitseinsatzes beim Bau der Hohenwarte-Talsperre eingesetzt und in einem Lager in der Nähe von Saalfeld untergebracht. Während des Zweiten Weltkrieges mussten 1491 Kriegsgefangene sowie Frauen und Männer aus den von Deutschland besetzten Ländern Vorwiegend aus der Sowjetunion Zwangsarbeit verrichten. Bei der Optischen Anstalt 99, bei der SAG 99, bei den meccano bei der Mitteldeutschen Elektro, bei der Firma Max Schede. Bei Firma Auerbach und Scheibe, bei der Arbeitsgemeinschaft Saale-Talsperre in Hohenwarte, bei Firma Paschold, Döger und Co., beim Schokoladenwerk Mauxion, bei der Firma Adolf Knoch, bei der Firma Paul Eberlein-Söhne, bei Firma Gustav Bodenstein und bei der Reichsbahn. Auf dem Friedhof entstand 1947 eine sowjetische Gedenkstätte mit 68 Grabsteinen und drei Gedenktafeln. Zur Erinnerung an die Opfer des Todesmarsches vom KZ Buchenwald im April 1945 wurde 1985 eine Stele an der Kreuzung Schlossstraße auf dem Graben errichtet. 2008 wurden zehn Stolpersteine für jüdische Opfer des Nationalsozialismus in Saalfeld verlegt. In der Zeit von 1936 bis 1945 war Saalfeld Garnisonsstadt der Wehrmacht. 819 Saalfelder Bürger fanden als Soldaten den Tod. Hauptartikel Die Stadt wurde bei Bombardements gegen Ende des Zweiten Weltkriegs stark beschädigt. Angriffsschwerpunkte waren hierbei die umfangreichen Eisenbahnanlagen. Bei einem amerikanischen Luftangriff am Montag, dem 9. April 1945, starben im kurz vor 9 Uhr einsetzenden und bis 19 Uhr anhaltenden Bombenhagel der 52 Angriffe von jeweils sechs bis sieben Flugzeugen oder durch ihre Bordwaffen. Mindestens 208 Menschen. Opfer waren zumeist Frauen und Kinder, Militärpersonen, Verwundete eines im Bahnhof stehenden Lazarettzuges und Bahnpersonal. Dazu kamen unzählige Schwerverletzte. Aus Erhebungen der Stadtverwaltung geht hervor, dass in Seilfeld durch diesen Angriff 22 Häuser völlig zerstört. 146 Wohnungen zerbombt und 573 beschädigt wurden. Es entstand ein Schaden von 7,5 Millionen Reismark den mehr als 1.300 Bomben mit einer Sprengkraft von 500 bis 1.000 Pfund sowie die Brände verursacht hatten. Schwer zerbombt wurden U. A. Der Bahnhof, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und das Industriegelände in Bahnhofsnähe. Auch Baudenkmale der Altstadt wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Johanneskirche, das Franziskanerkloster, das Schloss Saalfeld, das Schlösschen Kitzerstein, das Saaltor und das Rathaus. Am 12. April standen US-Truppen am Stadtrand. Am 13. April vormittags wurde Saalfeld vom amtierenden Bürgermeister an die Amerikaner übergeben. Vorher am 12. und 13. April waren noch alle Saalebrücken der Stadt und Umgebung von der Wehrmacht gesprengt worden. Saalfeld wurde, wie ganz Thüringen, Anfang Juli 1945 von den Amerikanern an die Rote Armee übergeben und damit Teil der SBZ ab 1949 der DDR. Am 16. August 1951 stürmte eine große Anzahl aufgebrachter Wismutbergarbeiter das Gefängnis und das Polizeirevier der Stadt und verlangten die Freilassung. Inhaftierter Kumpel. Hintergrund war die Unzufriedenheit mit den schlechten sozialen Bedingungen die der rasche Zuzug vieler Bergleute zur Forcierung des Uranerzabbaus für das sowjetische Atomwaffenprogramm mit sich brachte. Im Mai 1952 verurteilte das thüringische Staatsgericht zwölf vermeintliche Redelsführer zu 8 bis 15 Jahren Haft. Der Abbau von Uranerz in der Umgebung von Saalfeld erwies sich dann als nicht lohnend und wurde eingestellt. 1994 wurden die 1952 entstandenen Kreise Saalfeld und Rudolstadt zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zusammengelegt, dessen Kreissitz Saalfeld wurde. 1999 fand der thüringen in Saalfeld statt. Am 6. April 1994 wurde Beuelwitz eingemeindet, zum 1. Dezember 2011 ans Entwicklung der Einwohnerzahl. Datenquelle ab 1994. Thüringer Landesamt für Statistik 1 29, 231, Politik. Die Stadtratswahl am 25. Mai 2014 führte bei einer Wahlbeteiligung von 43,5 Prozent zu folgender Sitzverteilung. CDU, 10 Sitze, Linke, 7 Sitze, SPD, 4 Sitze, FDP, 4 Sitze, Die Jungen, 2 Sitze, Bündnis 90 Die Grünen. Zwei Sitze, FWB, ein Sitz. Bürgermeister ist Matthias Grauel. Bei der Bürgermeisterwahl am 22. April 2012 erhielt Grauel 84,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Außer Grauel trat Norbert Schneider zur Wahl an. Er erhielt 15,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,1 Prozent. Blasonierung: Der Ort hat seinen Namen von der Lage an der Saale abgeleitet, weshalb in dem Wappen Fische vorherrschen. Bei der Wahl der Farben waren wohl die grün-silbernen Landesfarben der sächsischen Herzogtümer in Thüringen von Bedeutung. Saalfeld gehörte bis 1918 zu Sachsen-Meiningen und hat 1921 nach der damals im neuen Freistaat Thüringen üblich gewordenen Regel das Wappen durch ein Ortsgesetz festgestellt. Saalfeld unterhält Städtepartnerschaften mit Staines seit 1964, Sokolov seit 1974. Kulmbach seit 1988, Samai Potter seit 1996, Salivur seit 2001. Am Rande, in Lühen an der Lippe, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Reminiszenz an Saalfeld eine Siedlung für von dort Vertriebene und Flüchtlinge mit dem Namen Saalfeld errichtet. Die Städte Saalfeld, Saale, Rudolstadt und Bad Blankenburg arbeiten seit 1997 als Städteverbund Städte Dreieck am Saalebogen zusammen. Eine Diskussion über einen möglichen festen Zusammenschluss der drei Städte zu einer neuen großen Stadt verlief in der Öffentlichkeit schnell im Sande. Auf Verwaltungsebene werden jedoch sinnvolle mögliche Teilkooperationen weiter diskutiert. Ein Ergebnis ist Hu. Uh, A. Die Zusammenlegung der städtischen Wirtschaftsförderungsämter zu einer regionalen Wirtschaftsförderagentur im Juli 2007. Weiterhin ist die Ansiedlung einer höherwertigen Bildungseinrichtung geplant. So wurden verschiedene Immobilien dem Wissenschaftsministerium als Standort für eine Fachhochschule oder Berufsakademie vorgestellt. Kultur und Sehenswürdigkeiten. Hauptartikel Liste der Kulturdenkmale in Saalfeld Saale Chöre Thüringer Sängerknaben Mädelchor Saalfeld Oratorienchor Saalfeld Kammerchor der Schlosskapelle Saalfeld Hauptartikel der turmartige Rundbau wurde als Gefängnis nach den Plänen des meinenglischen Landbaumeisters Karl Rudolf Dröger von 1857 bis 1859 gebaut und kostete 14.500 Gulden. Am 25. November 1859 erfolgte die Übergabe als Amtsgefängnis an das Herzogtum Sachsen-Meiningen. Bis 1950 wurde es noch von den Nationalsozialisten und später der sowjetischen Militäradministration als Gefängnis genutzt. 1973 übernahm die Stadt Saalfeld das Gebäude und nutzte es nach dem Umbau als Stadtarchiv. Weitere Bauwerke, die größte Kirche der Stadt und eine der größten Hallenkirchen Thüringens ist die gotische Johanneskirche, die evangelische Stadtkirche Saalfelds. Das Thüringer Heimatmuseum ist im Westen der Altstadt im ehemaligen Franziskanerkloster untergebracht. Es stammt aus der Zeit zwischen 1490 und 1520 und ist im Renaissance-Stil errichtet. Nach seiner Aufhebung im Zuge der Reformation wurde es städtische Lateinschule, und ab 1904 kam auch eine bis heute anhaltende museale Nutzung hinzu. Angeschlossen ist die Klosterkirche aus dem Jahr 1293 bzw. 1513 die 1729 eine barocke Flachdecke erhielt. Die katholische Kirche verfügt ebenfalls über ein eigenes Gotteshaus in Saalfeld. Ihre Corpus Christi Kirche wurde 1905-06 im neuromanischen Stil errichtet und verfügt heute noch weitestgehend über die Originalausstattung aus der Bauzeit. Die Stadtbefestigung wurde in 1363 DK-Sekunden erstmals urkundlich erwähnt. Die Mauer ist größtenteils die vier Tore vollständig erhalten. Teilweise wurde die Mauer ab 1832 geschleift. Das Blankenburger Tor ist der nördliche Ausgang der Altstadt und stammt in seiner barocken Ausführung aus dem Jahr 1739. Das Sater zum Schloss hin ist heute als Aussichtsturm begehbar und älter als das Blankenburger Tor. Das Salto nach Osten zur Saalebrücke hin ist dem Data in der Ausführung ähnlich. Das obere Tor von 1738 bildet den südlichen Zugang zur Altstadt. Das Schloss ist heute das Landratsamt und entstand, nachdem man 1676 DK Sekunden Benediktinerkloster abgerissen hatte. Es wurde zwischen 1677 und 1679 von Christian Wilhelm Gundermann errichtet und war zwischen 1680 und 1750. 45 Residenz von Sachsen-Saalfeld. Die zugehörige Schlosskapelle entstand ab 1704 und wurde 1720 geweiht. Schloss Wetzelstein, ein neoromanisches Gebäude von 1878 bis 1880 einstmals Besitztum des Schokoladenfabrikanten Hüter. Der hohe Schwamm, die Ruine einer Burganlage aus der Zeit um 1300 rund über dem Steilufer der Saale am östlichen Rand der Altstadt. Damals wurde sie von den Grafen von Schwarzburg zur Kontrolle der Stadt und des Saaletals errichtet. Unweit der Burgruine befindet sich das Schloss Kitzerstein aus dem Jahr 1435. Heute ist dort die Musikschule untergebracht. Das Rathaus am Marktplatz entstand nach dem Stadtbrand von 1517 in der Zeit zwischen 1529 und 1537 und gilt als eines der bedeutendsten Renaissance-Rathäuser Thüringens. Die ehemalige Kirche Sankt Nikolai. Die gotische Martinskapelle ist der älteste Bau der Stadt. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Stadtapotheke, ein Renaissancebau von 1618 20. Die Marktapotheke, bis 1992 im Besitz der Familie Arndt in einem massiven Wohnturm von 1468 und die Gertrudiskirche im Ortsteil Graber ein Bestandteil der Saalfelder Königspfalz. Markt. Obere Straße Johanneskirche Johanneskirche EM Franziskaner Kloster Brudergasse 17 Hildmannsches Haus Das Loch Data Oberes Tor Naturdenkmäler Bedeutendste Sehenswürdigkeit sind die Feengrotten ein ehemaliges Allaunschiefer in dem die Natur ein faszinierendes Wunderwerk aus Tropfsteinen und vielfarbigen Mineralen geschaffen hat. Durch die nachträgliche Anlage von kleinen Wasserbecken in der Grotte wirken die Farben und Spiegelungen besonders effektvoll. Im Guinness Buch der Rekorde sind sie als die farbenreichsten Schaugrotten der Welt vermerkt. Die Feengrotten sind auch eine der ältesten touristisch erschlossenen Höhlen der Welt. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg haben hier Führungen stattgefunden. In der Gemarkung des eingemeindeten Stadtteils Obernitz ragt der Gleitsch als spitzer Sporn von Norden in das Saaletal und ändert somit den Lauf der Saale zu einer scharfen Biegung nach Süden, dann nach Westen und Norden. Der Berg bildet dort einen markanten natürlichen Punkt. Dort befindet sich auch die Teufelsbrücke mit einer sich zum Süden öffnenden Höhle. Hier wurden auch altsteinzeitliche Steinzeichnungen gefunden. Außerdem konnten Funde der späteren Bronzezeit und der vorrömischen Eisenzeit geborgen werden. Über diesen Siedlungsplatz befand sich auf dem Gipfel eine Wallanlage mit einem Opferplatz. Den Abhang dieses Berges zur Saale hin bildet eine 600 Meter lange und etwa 120 Meter hohe Felswand, die sogenannte Bohlenwand. Wegen der geologischen Besonderheiten dieser Felswand, an der zahlreiche tektonische, stratigraphische und paläontologische Besonderheiten sichtbar sind, wurde die Bohlenwand 2006 in der Liste der nationalen Geotope aufgenommen. Es gibt den auf Landesebene erfolgreichen Saalfelder Leichtathletikverein. Die Fußballvereine FC Saalfeld und TSG Bau Remschütz sowie seit 2011 den 1. Frauenfußballclub Saalfeld, die Sportvereine 1. SSV Saalfeld und MTV 1876 Saalfeld, Saalfelder Schwimmverein, die Saalfeld Titans, ein American Football Verein, die Schützengesellschaft Saalfeld A. S. 1446 E. V. im Bereich Kampfsport, den Judo-Sportclub Saalfeld E., V und der Budokan Saalfeld T. V. sowie noch viele andere kleinere Sportvereine. Im Jahr 2014 gründete sich mit dem FC Saalfeld T. V. ein neuer Fußballverein, der die Traditionslinien des FC Lok Saalfeld und des VfL 06 Saalfeld aufgreift. Mediale Aufmerksamkeit erreicht jährlich ein mit 10.000 Osterreihern geschmückter Baum.